Hallo ihr Lieben, ich grüße euch ganz, ganz herzlich zu einem neuen Video von mir. Und ja, ihr konntet es in der Überschrift schon lesen, es geht endlich um meinen Kosmetik-Haul. Und der Fashion-Haul kommt auch noch, aber die meisten Kommentare im letzten Video waren, bitte Kosmetik-Haul als erstes. Und ich wollte ihn ja eigentlich schon längst abgedreht haben, aber die Zeit und irgendwie so dieser ganze Stress zu Hause und beruflich und so weiter hat es irgendwie nicht zugelassen. Dann habe ich ja noch meinen Hautausschlag jetzt gekriegt am Wochenende. Und war dann bei der Hautärztin. Also die mich bei Instagram und Co. verfolgen, die wissen das ja schon. Also da könnt ihr mir sehr gerne folgen. Das ist genau 1 Principessa 3, so wie mein Kanalname. Dann seid ihr wirklich immer up to date, also mehr als in, per Video. Und ja, das fing am Wochenende an und dann wurde das ganz rot und tausende von kleinen Pusteln, so wie kleine Wasserbläschen im ganzen Gesicht, gerade im Wangenbereich, komischerweise, weil ich dachte erst, okay, ich habe einen neuen Blush, vielleicht liegt es daran. Naja, dann dachte ich, es geht von alleine wieder weg, aber Montag wurde es mir dann schon ein bisschen so ungeheuer, habe ich vielleicht leicht Panik gekriegt, weil es auch wirklich extrem angeschwollen ist. Und dann bin ich zu meiner Hautärztin meines Vertrauens, da bin ich schon sehr, sehr lange und die hat gesagt, nee, also das ist keine Allergie aufgrund von irgendeinem Produkt oder sowas Neues. Auf jeden Fall. Ja, das kann natürlich sein. Ich habe sehr trockene Haut von dieser Creme bekommen, die ich benutzt habe, gegen diese ganzen Pusteln. Und deswegen habe ich an der Nase überall jetzt so richtig so Kruststellen. Hier oben ist alles voll und naja, ist ja auch egal. Nur, dass ihr Bescheid wisst und nicht gleich die Kommentarbox wieder sprengt. Wie siehst du denn aus? Du hast rechts viel zu viel Blush, links ist zu wenig, da ist es rotstichig, da ist es wie auch immer. Ich denke, das ist dann geklärt. Und das allererste, was euch natürlich bestimmt auffällt, ist die Brille. Die packe ich jetzt einfach in den Kosmetik-Haul mit rein. Die ist von Apollo. Ich habe es auch bei Instagram und Co. schon gefolgt. Wie gesagt, folgt mir da, dann seid ihr immer up to date. Erst war das mehr so eine Spaßbrille, als meine Mutter und mein Freund waren bei Apollo und haben dann da neue sich ausgesucht und so weiter. Und ich habe dann aus Spaß diese aufgehabt und alle gleich, boah, das sieht voll cool aus. Und ich so, ja, genau, so eine riesen Nerdbrille. Aber irgendwie finde ich die total cool, habe mich dann doch drin verliebt und dann habe ich gedacht, okay, als Zweitbrille kann das ja nicht schaden. Und das ist von Calvin Klein, das Modell. Und ja, ich bin sehr, 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 sehr zufrieden, habe schon viele Komplimente dafür gekriegt. Da bedanke ich mich erstens bei euch und auch bei allen anderen. Ich mag die Brille sehr gerne, ich finde, sie passt zu vielen Looks und irgendwie, ja, gefällt die mir auf jeden Fall. So, jetzt kommen wir aber zur Kosmetik. Hat ja jetzt auch bestimmt schon 5 Minuten gedauert, aber es muss ja alles abgeklärt sein. Und ich hoffe, ihr habt ein bisschen Zeit mitgebracht, denn es ist wirklich einiges zusammengekommen. Und ich würde sagen, nicht lang schnacken mehr, sondern sofort anfangen. Ja, lehnt euch zurück und los geht's. Ich fange mal mit den Pflegeprodukten an. Ich habe hier mein Körbchen schon vorbereitet, da steht noch der Rest. Und ja, ich habe natürlich die Kassenbons gesammelt, da liegen sogar noch ein paar Stück. Aber das ist bei mir wie bei Zopfgummis, irgendwie verliert sich das immer. Ich weiß nicht, wo sie dann sind, aber naja, ich hatte mir eigentlich Mühe gegeben, die wirklich zu horten und zu sammeln. Und naja, ich versuche es mal noch so aus dem Kopf und ich würde sagen, los geht's. Also, Pflege fangen wir an. Ich habe mir gekauft bei DM. Oder nachgekauft, besser gesagt, von Balea das Rasiergel mit Aloe Vera. Hier sind 150 Milliliter drin. Hat unter 2 Euro gekostet und ich hatte das schon mal. Das war das allererste Mal, dass ich Rasiergel genommen habe. Sonst habe ich immer das Schaum benutzt. Und ich war so begeistert davon, vom Geruch, auch von der Pflege irgendwie. Ich hatte nicht wie beim Schaum nach dem Rasieren, gerade an den Beinen fällt das extrem auf, immer danach so eine schuppige Haut bei Schaum. Und bei dem ist das überhaupt nicht mehr und deswegen habe ich mich drin verliebt und ja, fand ich sehr cool und habe es mir halt wieder nachgekauft. Natürlich habe ich mir auch mal wieder ein Duschgel gekauft, sind ja auch nicht gerade genug leer geworden und es stehen, glaube ich, noch 2 oder 3 Stück in der Dusche und das sind auch welche von Isana. Da hatte ich mal irgendwie so ein, weiß ich auch nicht, so ein Geruchsspleen und habe mir gleich 3, 4 Stück mitgenommen und eigentlich, kennt ihr das? Ich mag die gar nicht mehr benutzen. Das eine ist noch richtig voll und ich denke, oh nein, ich muss das aber leer machen. Und ich will das eigentlich gar nicht mehr benutzen, weil mir der Geruch jetzt so Herbst-Winterszeit sozusagen gar nicht so liegt. Ich mag das einfach nicht riechen, aber ich muss es benutzen. Kennt ihr das bei irgendwelchen Produkten? Oh, ich hasse das. Aber es muss ja weg. So, und ich habe mir trotzdem aber eins geholt und zwar von Dove. Das war reduziert. Ist eine Limited Edition Winterpflege, nennt sich die. Und die ist auch so total süß gemacht. So mit diesem Flieder, das ist. Damit kriegt mich ja jede Verpackung eigentlich, dieses Lila, ne? Hier sind 250 Milliliter drin und ich meine, die hat gekostet irgendwie was bei, ich weiß es nicht, ich will nicht übertreiben, 99 Cent oder so, die war im Angebot. Ich weiß es nicht mehr ganz genau, war bei der EM auf jeden Fall. Sie hat diesen ganz typischen Duftgeruch, deutsche Sprache, ja. Also total lecker, aber da ist irgendwie noch so ein kleiner Untergeruch mit bei. Und das riecht so wirklich so harmonisch. Da hat man richtig Bock, in die Dusche zu gehen, gerade wenn es draußen so
wirklich arschkalt ist und es regnet und es ungemütlich ist, damit zu duschen. Und ich freue mich schon so sehr, das zu benutzen. Egal, genug gesagt zum Duschgel. Ja, dann habe ich mir eine Gesichtsmaske gekauft, so rum. Und zwar von Luvos. Das ist eine Heilerde-Gesichtsmaske mit Jojobaöl drin. Intensive Reinigung, sanftes Peeling und wertvolle Pflege von fettiger Haut und Mischhaut bei Pickeln, Pusteln und Mitessern. Und ich glaube, das, was hier steht, was ich euch gerade vorgelesen habe, das trifft eigentlich bei sehr, sehr vielen. Irgendwas hat man immer, ob es jetzt Pickel sind, ob es fettige Haut ist, Mischhaut, wie auch immer. Also Heilerde ist wirklich ganz tippitoppi für die Haut. Also das sagen ja selbst die Hautärzte und Co. Und die hat nur 69 Cent gekostet, habe ich bei DM gekauft und ich liebe Gesichtsmasken. Und da ich einige auch hier auf YouTube wieder gesehen habe mit Heilerde, habe ich gedacht, ha, siehste, wollte ich auch mal wieder ausprobieren. Und ja, deswegen habe ich mir die gekauft. So, was habe ich hier noch im Körbchen? Genau, von Rossmann habe ich mir gekauft Haarklammern. Und das ist wie wirklich Zopfgummis oder wenn das zweite Paar Socken fehlt. Irgendwie geht das immer verloren und man weiß nie, wo es ist. Genauso ist es bei mir bei diesen dünnen Haarklammern, also Bobbypins. Und genau auch bei den großen Zopfgummis und so weiter. Und deswegen habe ich mir die nochmal gekauft. Ich glaube, die haben irgendwie 1,50 oder so gekostet. Und die sind halt immer super, gerade wenn man irgendwelche Special-Frisuren macht. Entweder Locken, so wie heute, und sich dann halt einige Haarpartien abklären möchte. Und deswegen sind die halt immer sehr praktisch. Und gerade die Farbe fand ich cool, dieses Türkis und Pink. Und ja, Klammern. Ja, ich bin dann auch mal auf diesen Zug gesprungen von wegen Haaröl. Das wird ja total gehypt hier auf YouTube. Habe mich selber nie irgendwie so daran getraut, weil ich dachte immer so, Öl und Haare immer gleich fettig, schnell fettend. Und naja, es gibt ja irgendein ganz bestimmtes hier auf YouTube, was mega gehypt ist. Ich glaube, es kostet zwischen 10 und 12 Euro, wenn mich nicht alles täuscht. Das ist so dunkelbraun und hat so ein türkises Emblem drauf. Ich weiß jetzt gerade nicht, wie das heißt, aber ich denke, viele von euch wissen das. Ja, wenn ich es sehe, weiß ich auch wieder, wie es heißt. Egal. Ich habe mir eins mitgenommen und zwar von Chauma, das Beautyöl, so rum. Das sind 50 Milliliter, die hier drin sind. Das hat gekostet 3,50 Euro oder so, was ich eigentlich relativ viel finde. Aber im Vergleich zu den anderen, die haben ja schon an die 6, 7 Euro gekostet. Und dafür, dass ich es eigentlich nur mal ausprobieren wollte, habe ich gedacht, reicht auch erstmal das. Weil das, was hinten drauf stand, fand ich cool. Sofortiger Glanz und Geschmeidigkeit, nährt und veredelt das Haar ohne zu beschweren. Zieht sofort ein, hinterlässt keine Rückstände, auch für feines Haar. Und ja, für trockenes und strapaziertes Haar. All das stand da drauf und das hat mich total geflasht, weil ich dachte, okay, das passt auf meine Fusselhaare da wirklich komplett drauf. Probieren wir es einfach mal aus. Ich habe es ein paar Mal jetzt schon ausprobiert. Das gehört jetzt zu den aktuellen Sachen, die ich gekauft habe aus dieser Woche oder letzter Woche. Und alles, was ich euch jetzt zeige, ist natürlich nicht an einem Tag gekauft. Ne? Das ist ja wirklich schon ein paar Tage, Wöchchen her. Und ja, ich bin bis jetzt noch nicht so richtig, was ich sagen soll. Finde ich gut, finde ich nicht gut. Ich muss es wirklich noch ein bisschen länger testen. Das eine Mal hatte ich so viel drin, habe es nur in die Haare gemacht und habe mir dann aber einen Dutt gemacht. Und abends hatte ich total die fettigen Haare, obwohl ich morgens duschen war. Also man muss sehr, sehr sparsam mit diesen Ölen umgehen, sonst können sie nämlich genau das Gegenteil bewirken. Aber sie machen wirklich eine schöne Struktur irgendwie. Also sie sind greifbarer. Das fand ich halt sehr cool. Das hatte ich schon beim ersten Mal. Und ja, mal schauen, was draus wird. Ach ja, ich bin dann noch auf dem Hypezug aufgesprungen und zwar, ich glaube, es war kaum ein Haul- oder Favoritenvideo hier auf YouTube, wo es nicht einmal genannt worden ist und zwar spreche ich von Maybelline, den Baby Lips. Die Verpackung habe ich sogar noch aufbewahrt bei euch. Mhm. Habe es aber auch schon benutzt, bestimmt anderthalb Wochen oder so. Ich finde ihn sehr cool, weil er sehr, wie soll ich sagen, sehr glitschig, flutschig ist auf den Lippen. Also der ist wirklich sehr, sehr weich, wenn man den sofort aufträgt. Hat man sofort dieses Gefühl, okay, ich habe jetzt wirklich Pflege drauf. So ganz kann ich aber, muss ich ehrlich gestehen, den Hype nicht verstehen, weil entweder hat es wieder mit der Verpackung einfach nur was zu tun oder weil es halt aus den Staaten kommt und halt immer nicht zu erhalten ist, dass man es dann haben will. Aber ich finde jetzt nicht, dass der großartig was anderes leistet, was andere Labellos oder Pflegestifte nicht haben. Ich habe mir jetzt den gelben ausgesucht, weil der hatte Lichtschutzfaktor 20 und ich finde, da kann man nichts falsch machen, weil so viele habe ich nicht mit Lichtschutzfaktor. Und ja, der hat gekostet, glaube ich, 1,99 Euro. Aber ich würde mir jetzt nicht speziell den nochmal nachkaufen. Kann natürlich sein, in einem Monat, dass ich sage, okay, ich habe Bombenlippen davon bekommen. Aber dafür benutze ich eigentlich viel zu gerne meine Kaufmannshaut- und Kindercreme. Und ja, auf jeden Fall, ja, ein Babylip. Für die Füße musste ich mir auch was holen. Und zwar, gerade zu der trockenen Zeit jetzt für die Haut, ist sehr viel Pflege wichtig. Und deswegen habe ich mir geholt von Fußwohl die Fußbutter. Und zwar reichhaltige Pflege mit Chia-Butter,
Butter und Avocadoöl mit Minze und Limette. Hier sind drin 200 Milliliter und ich meine, das hat so um die 1,79 oder so gekostet oder 2 Euro. Bin mir nicht mehr ganz sicher, aber das ist ja relativ günstig für die Menge, die da drin ist. Die braucht man ja eh nicht so schnell auf. Ich hatte im Sommer die von Balea. Die, wie nennt sich die denn? Weiß ich gerade nicht. Habe ich euch auf jeden Fall auch schon mal in einem Video gezeigt, und zwar meine Fußpflege und auch ein Video zur Pflege für die Hände, also für die Nägel und so weiter. Ist auch fast alles noch identisch. Bin am Überlegen, ob ich vielleicht mal so ein Update machen soll oder halt auch mal so eine Art Winterroutine. Könnt ihr mir auf jeden Fall da lassen, wie ihr das finden würdet. Und ja, ich finde das ganz, ganz wichtig, dass Füße, auch wenn sie weniger gezeigt werden im Herbst und Winter, dass sie immer tipptoppi gepflegt sind oder wenigstens Minimum gepflegt sind, dass sie nicht zu trocken sind und so weiter und so fort. Und deswegen habe ich mir die halt gekauft. Und das, was für die Füße gilt, gilt natürlich auch für die Hände. Und ich habe diesmal zugegriffen von P2. Das ist eine Ultra Intense Handbutter, regenerierende Handbutter für besonders strapazierte und rissige Hände. Und die ist mit Sonnenblumenöl und Chia-Butter. Ich weiß, es gibt eine Menge. Man kann auch Vaseline nehmen, man kann auch normales Olivenöl sich mal über die Hände schmieren und so weiter. Ich wollte es trotzdem einmal mal ausprobieren. Ich fand den Geruch, wenn ich es mal aufkriegen würde, eigentlich relativ, was heißt eigentlich, ich fand es echt angenehm. Irgendwie hat das irgendwas. Und dann habe ich mir noch diese Handschuhe dazu gekauft, weil ich wirklich extrem trockene Hände habe. Aber das ist nichts Neues bei mir. Ich habe allgemein total trockene Haut. Und zwar gerade hier in dem Bereich, hier außen, habe ich diese rissigen, trockenen Stellen oder in den Zwischenräumen von den Händen. Und ich habe das mit dem Handschuh ausprobiert. Meine beste Freundin, die hier dann auch übernachtet hat am Wochenende, die hat sich auch schon schlapp gelacht. Mein Freund lacht sich schlapp. Aber das hilft wirklich. Also bis jetzt muss ich sagen, ich habe das 3-4 Mal jetzt gemacht. Ich mache es aber nicht die ganze Nacht. Ich wollte es machen, Ehrenwort. Aber das fühlt sich so komisch an, wenn man Handschuhe anhat, wenn man im Bett liegt. Also das finde ich ganz komisch. Genauso wie ich es überhaupt nicht mag, mit Socken zu schlafen. Und ich mache das mit der Fußbutter auch, dass ich mir dann extra Socken anziehe. Damit habe ich es geschafft auszuhalten, aber an den Händen war das so, boah, ein ganz komisches Gefühl. Also ich habe das dann abends, wenn ich ins Bett gegangen bin und dann noch Fernsehen gucke oder lese oder am Lappy sitze oder so, dann habe ich es vielleicht eine Stunde oder so immer drauf gehabt, aber ich konnte halt nicht damit schlafen. Aber ich finde es sehr, sehr cool. Also es, ich glaube, es wirkt. Ich weiß es nicht. Es geht natürlich, glaube ich, auch mit allen anderen Cremes. Ist ja auch komplett wurscht. Ich habe es mir gekauft und finde es eigentlich ganz gut. Dann habe ich mir noch einen riesengroßen Pott gekauft, und zwar von BB, 250 Milliliter. Und die werden einige von euch auch kennen, weil ich habe sie sehr gerne benutzt. Eigentlich benutze ich eine von den BB-Cremes einmal im Jahr auf jeden Fall. Und ich finde, irgendwie ist das so ein Retter in der kalten Jahreszeit, weil da ist halt, die ist sehr, 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 sehr fettig. Die einen mögen es, die anderen mögen es eher weniger. Das ist jetzt hier so eine Design Edition, hat mich natürlich auch wieder total angesprochen. Ich kleines Verpackungsopfer. Und deswegen habe ich auch die Tube genommen, obwohl ich eigentlich diese diese Drücktube viel, viel besser finde, eigentlich von der Dosierung. Naja, aber weil da jetzt Schmetterlinge drauf waren, hat Jule da zugegriffen. Hat gekostet 2,39 € oder so, ich weiß es nicht. Auf jeden Fall, ich liebe BB, finde ich ganz, ganz tolle Marke, den Duft und ja, alles einfach. Dann bleibe ich gleich mal beim großen Pflegepott, und zwar habe ich mir endlich mal in groß die Penatencreme geholt. Hier sind 150 Milliliter drin. Normalerweise habe ich immer nur diese kleinen Pöttchen hier. Die sind so groß wie die von der Kaufmanns Haut- und Kindercreme. Und kosten ja auch so klein immer schon 69 oder 89 Cent. Und die große hat, glaube ich, knapp 2 Euro gekostet. Und ich finde Penatencreme, das wird auch, glaube ich, fast jeder von euch kennen. Entweder als Baby mal gekriegt oder auch so jetzt heutzutage. Oder ihr seid selber Mamis oder wie auch immer. Ich finde Penaten eine ganz, ganz coole Sache. Ich hatte das zum Beispiel auch am Wochenende, als ich keine Salbe und so hatte für meinen Ausschlag, hatte ich die auch ganz leicht auf mein Gesicht getupft, weil das hat ja auch irgendwie so eine... genau, ist ja auch eine Wundschutzsalbe, also beruhigt gereizte Haut und fördert das Abklingen von Rötungen. Und das war bei mir natürlich total gegeben durch den Ausschlag. Also auf der linken Seite hat es sehr angeschlagen und gut geholfen, auf der rechten, ja, da war schon verloren. Aber gut, finde ich sehr cool im Haus zu haben. So, und das letzte Produkt, was ich habe, ich glaube bei DM habe ich das gekauft, so an Pflege in der Drogerie sozusagen, ist ein Deo-Stick mal wieder. Und zwar habe ich wieder zugegriffen zu meinem Dove Maximum Protection. Der Duft ist absolut genial, deswegen ziehe ich den auch mehr vor als den von Rexona. Bevor jetzt gleich wieder alle in den Kommentaren schreiben, nein! Die Aluminiumsalze und was auch immer da noch für Salze drin sind, die sind so unglaublich schädlich für deinen Körper. Warum machst du das und so weiter? Stop! Und zwar,
Es gab vor, ihr müsst mal bei mir auf dem Profil gucken, bei Instagram, da habe ich es auf jeden Fall gepostet und ich glaube auch bei Twitter und Co. Es gab einen Bericht auf RTL 2, war das? Ja, RTL 2, ist ja auch komplett wurscht. Auf jeden Fall ging dieser Bericht nur um Deos und nur um diese ganzen Aluminiumsalze und dann haben Hautärzte und normale Ärzte und Studienmaster auf Professors und so weiter und so fort darüber berichtet, ist es nun wirklich schädlich oder ist es nicht schädlich? Und unterm Strich, um es mal kurz zu machen, warum habe ich mir das wohl wieder gekauft? Also die haben wirklich gesagt, die Salze, die sind so gering, was an Aluminium hier drin ist. Und würde man sich den ganzen Tag nonstop mit so einem Deo-Stick am ganzen Körper eincremen und das jahrelang, dann könnte es Folgen vielleicht haben. Aber so einfach nur unter der Achsel ist das absolut kein Problem. Und dieses Ding hier leistet so einen unglaublich guten Job. Ich hatte ja halt, wie gesagt, als ihr mir das mal in den Videos geschrieben habt, da sind Aluminium und so drin, hatte ich mich ja drauf eingelassen und auch andere genommen. Aber ganz ehrlich, die waren so schrecklich unterm Arm. Die waren so, ja, also wenn man sie länger benutzt hat, dann wurden sie immer schrecklicher. Und gerade wenn man arbeitet oder irgendwie unterwegs ist und dann schwitzt, also ohne Witz, Leute, ich habe geschwitzt wie ein Bär um Eier. Und das war mir so unangenehm, das kannte ich gar nicht so extrem. Und das war so, oh, ekelig. Ich so, das geht nicht, das geht nicht. Und ja, ich war froh über diesen Bericht, habe mir den sofort wieder gekauft, benutze ihn und der macht, wie gesagt, einen super, super Job. Kann ich absolut nur empfehlen und ja, sehr, sehr cool. So, und zu guter Letzt, so an pflegemäßig, war ich bei Douglas und da habe ich mir unter anderem, oder nee, ich zeige euch eigentlich, warum ich überhaupt zu Douglas gegangen bin. Und zwar habe ich mir da gekauft die Clinique All About Eyes Rich. Und ja, ich habe mir die Rich gekauft. Viele werden jetzt denken, hä, du hast ja die doch gerade bei Rossmann diese von Rival de Loup gekauft. Aber ich muss dazu sagen, die ist nicht schlecht. Also muss ich wirklich sagen, die ist nicht schlecht. Aber für meine, ja, ich brauche mehr Pflege. Also das ballert nicht so richtig. Und deswegen habe ich gedacht, okay, welche Augencreme, die du bisher hattest, ohne jetzt wieder rum zu experimentieren, hat dich wirklich umgehauen? Und das war die Clinique All About Eyes. Nicht die Rich, weil ich hatte damals mir die All About Eyes nur gekauft und die fand ich schon total schön. Und dann kam ich ja wieder in diesen, ich muss alles mal ausprobieren und das ist neu und das muss ich testen und so weiter. Und jetzt habe ich einfach aufgrund dessen, dass sie auch gerade diese Rich hier auf YouTube so gehypt ist, habe ich gedacht, okay, die normale oder Rich? Normale oder Rich? Und habe ich gedacht, nö, okay, ich gebe ihr hier eine Chance, kann ja jetzt nicht so gravierender Unterschied sein. Und ja, die war wirklich sehr teuer. Wartet mal. Und zwar hat die gekostet Klinikpflege 34,99 € und das ist natürlich ein Haufen Holz für so ein kleines Pöttchen. Hier sind drin 15 Milliliter, aber ich finde die wirklich toll. Also sehr, 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 sehr toll. Ja, und dann habe ich mir halt, weil ich dran vorbeigelaufen bin, gleich nochmal die hier gekauft und zwar von Nails Hands Feet. Das ist von Douglas, von dieser Eigenmarke. Da sind 150 Milliliter drin. Das ist so ein Fußpeeling und das habe ich in rosa gehabt und das hat ja Jahre, Monate gehalten. Da steht drauf, belebendes Fußpeeling für schöne, gepflegte Füße, natürliche Meersalzkristalle. Entfernen sanft abgestorbene Hautschüppchen und wertvolles Sesam- und Sojaöl. Versorgt Ihre Haut gleichzeitig mit Feuchtigkeit. Und das tut es wirklich. Ich liebe das. Vor allem der Duft von diesem Türkisen. Ich weiß gar nicht, ob es rosa noch gibt. Kann ich euch nicht sagen. Das riecht so lecker. Ich finde das ganz, ganz toll. Und davon gibt es auch eine Körperbutter. Und da bin ich ja auch schon wieder am Überlegen. Aber jetzt muss ich erstmal alles andere aufbrauchen. Auf jeden Fall, die hat gekostet um die 5 € oder 7 €, glaube ich. Also das ist nicht allzu teuer oder 8 € ist ja auch egal. Aber das hält ja Jahre, Monate auf jeden Fall. Finde ich ganz, ganz toll. Und wie gesagt, seht ihr auch in meinen Routine-Videos, die ich euch unten verlinke in der Infobox. Und an der Kasse dachte ich so, oh, das habe ich so oft, dass ich, wenn ich mich dann umgucke und die Kasse ist noch voller, das kennen schon ganz viele, dann sind da immer diese ganz kleinen Artikelchen, die so schreien, nimm mich mit, ich bin total günstig, probiere mich aus. Und dann nimmt man immer an der Kasse noch irgendwas mit. Und ich habe halt dieses Augen-Make-up-Entferner-Teilchen hier genommen. Gentle Eye Make-up Remover. Das ist so türkisfarben und ich fand das voll süß. Achso, ich habe doch auch hier einen Kassenbon, ich doofe Nuss. Und das hat gekostet nämlich nur 2,99 € und da sind nämlich drin 50 Milliliter. Und das fand ich gar nicht so schlecht. Wollte das halt mal ausprobieren, weil dieses neue Rival de Loup hat ja eine neue Verpackung. Das hatte ich euch ja schon letztes Mal gesagt. Und ich habe das ja jetzt erst eine Woche benutzt, beziehungsweise mit Pause wegen meiner Hautgeschichte. Und dachte, falls das andere nichts ist, habe ich halt mal eins für 2,99 €, das ich mal ausprobieren kann. Und
Jo, und das war es jetzt so an Pflege. Und dann würde ich sagen, machen wir weiter mit der dekorativen Kosmetik. So, ich fange dann mal an mit den Nagellacken, weil das sind auch wieder einige hier in meinem Körbchen. Und ich lege gleich mal los. Ich war ja vor ein paar Wochen bei meiner Freundin in Hamburg. Also wir wechseln uns ja mal ab. Entweder kommt sie nach Lübeck oder ich nach Hamburg, wie auch immer. Und da waren wir ja bei Kiko einkaufen. Das habt ihr ja in meinem Follow Me Around gesehen. Das verlinke ich euch gerne auch nochmal unten. Ihren Einkauf, was sie so geshoppt hat, habt ihr ja in dem Video schon gesehen. Und ich habe da auch zugeschlagen. Und zwar habe ich mir 7 Kiko-Lacke gekauft. Die waren nämlich alle reduziert auf 1,50 €. Und ich starte gleich mal. Ich möchte ja auch nicht, dass ihr hier einschlaft. Und zwar die erste Farbe, die ich mir gekauft habe, ist die Nummer 226. Und das ist so ein richtig schönes Braun. Also so ein Schoko-dunkles Mousse-Braun. Und ich fand, so in der Verpackung hatte der schon ziemlich Ähnlichkeit mit dem Essie, den Wicked, den ich so toll finde. Nur, dass er irgendwie keinen krassen Rotstich mit drin hat. Und deswegen fand ich den sehr, sehr schick, weil ich mag gerne Brauntöne. Dann habe ich mir auch so einen Klassiker geholt, die Nummer 240. Das ist, finde ich, ein ganz sattes, cooles, schönes Rot einfach. Das ist pures Rot und das finde ich sehr, sehr schön in der Herbst- und Advents- und Winterszeit und Weihnachten. Und man hat ja nicht so viele Rottöne, ne? Da musste der nochmal mit rein in die Tüte. Und dann habe ich mir eigentlich total, weiß ich auch nicht warum, gekauft. Und zwar die Nummer 289. Das ist so ein richtig hübsches, ja, so ein Pink mit so einem leichten Blaustich. So blau-pink ist das halt irgendwie, wenn ihr versteht, was ich meine. Und weiß ich eigentlich auch nicht, warum ich den jetzt zum Herbst-Winter gekauft habe. Aber ich fand den total schön im Fläschchen. Und im Frühling und Sommer wird sich das bestimmt wieder rentieren, dass ich den gekauft habe. Dann habe ich mir einen sehr dezenten gekauft. Und zwar die Nummer 221. Hatte ich euch bei dem die Nummer gesagt? Die 289. Und wie gesagt, 221, das ist so ein ja, Perlmutt, würde ich sagen. So ein Champagnerton. Und da habe ich so überlegt, nachher zur Adventszeit, wenn man mal nicht so was Knalliges, kein Braun, kein Rot, kein, was weiß ich, so ein Bärenton mag, einfach mal, wenn man so nudige Töne trägt, anstatt dann so von Taub, dass man dann sagt, okay, nehme ich mir das auf die Finger, um überhaupt was drauf zu haben. Und dann kommen noch zwei. Den weiß ich gar nicht wirklich, warum ich den genommen habe. Irgendwie sah der bestimmt im Laden schön aus, die 260. Weiß ich auch nicht so genau, was ich von dem Kleinen hier jetzt halten soll. So richtig Lust auf den habe ich gar nicht. Das war wohl mehr so ein, oh Gott, 1,50 €, nimm alles mit, was da ist. Aber weiß ich nicht. Auf jeden Fall ist das so ein, ja, so ein Lila mit ganz vielen rosa Partikelchen drin. Aber das ist mehr so ein dreckiges Lila, also so ein Mischmasch. Und ja, ist auf jeden Fall jetzt im Korb. Und eine Farbe, über die habe ich mich richtig doll gefreut und habe ich schon ganz, ganz viel jetzt verwendet, habe ich euch auch in meinem Herbstlacken-Video gezeigt. Und zwar ist das die Nummer 243. Und das ist ein wunder, wunder, wunderschöner Nagellack, der sehr bärig ist. Also er ist nicht das, was ich jetzt heute drauf habe. Ich habe schon einige Bilder zu dem auf Instagram und Co. gepostet. Ich finde den super. Also es ist eine mega geile Farbe. Das ist auch, glaube ich, ein Lack, den würde ich ganz oft nachkaufen, wenn der leer ist. Also den kann man nicht vergleichen mit irgendwelchen Essie. Ich dachte erst, das ist ein ganz dezenter Dupe, auch zu dem, den ich hier trage. Sage ich euch gleich, welcher das ist. Aber der hat so eine, weiß ich nicht, es gefällt mir super und der leuchtet so extrem krass in der Sonne. Sieht wunder, 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 wunderschön aus. Also das ist so mein Tippitoppi-Nagellack. Habe ich sehr viel schon drauf gehabt. So, das waren die. Und dann habe ich mir, ach so, doch, einen habe ich noch von Kiko und den fand ich richtig cool. Stimmt, den habe ich auch noch. Und zwar ein dunkles Lila mit mega viel Glitzer drin. Also, nee, kein Glitzer mehr, so Schimmer, also Silber. Da, das sieht so ein bisschen holographisch aus, finde ich, vom Glitzer her. Ich weiß gar nicht, ob ihr das da hinten erkennen könnt. Ich werde bestimmt nochmal hier irgendwo was einblenden von denen. Finde ich ganz, ganz tolle Farbe. Den finde ich auch super. Also, sehr, sehr, sehr schön. 255 ist übrigens die Farbe, falls ich es vergessen habe. So, jetzt. Dann habe ich mir, nee, nicht gekauft, den habe ich geschenkt gekriegt und zwar von meiner besten Freundin, die 110 Classy oder Classy von P2, das ist ein Sandnagellack. Und bei uns hier in Lübeck war grundsätzlich genau diese Farbe immer und immer und immer wieder ausverkauft, wenn ich da war. Und sie hat gesagt, bei uns in Hamburg steht der die ganze Reihe durch. Und deswegen hatte sie mir den einmal mitgebracht und dann auch geschenkt. Und ich finde, das ist eine ganz spezielle ein ganz spezieller Ton an Sandlacken. Das wollte ich sagen. Und ich finde den hier von P2 wirklich super. Habe ich auch schon einige Male getragen. Obwohl ich sagen muss, im Sommer kommen diese Sandlacke viel, viel besser zur Geltung aufgrund der Sonne, weil dann glitzern die so krass.
Und das ist eine sehr gute Überleitung, apropos Glitzer. Ich habe mir zwei Topper gekauft. Und zwar habe ich mir einen Nagellack gekauft von Essence aus... Nee, war das eine LE? Weiß ich gar nicht, aber ich glaube schon. Be Loud Graffiti Topper in der Farbe 01 Not Punky Nor Funky. Und der hat mich ganz stark an den Eimer erinnert. Der hieß, glaube ich, 02 Circus von Essence. Und den fand ich total schön. Der sieht, in den Flaschen sehen die allgemein immer so super, super, super schön aus. Bunt und da sind so, ach, da ist einfach alles drin. Ich finde den hammermäßig schön. Hatte ich auch schon getragen. Und ja, ganz große Liebe werde ich mit Sicherheit sehr oft tragen. Ich fand den einfach toll. Und dann habe ich hier noch einen von Essence, einen 3D-Glitter. Und zwar ist das die Farbe 17 Only Purple Matters. Und der ist lila und pink und der sieht so schön auf den Nägeln aus. Also den finde ich wirklich sehr, sehr toll. Der Kauf hat sich auch sehr gut gelohnt und da kommen ganz viele von diesen Glitzerpartikeln auch wirklich auf den Nagel. Oft ist es ja so, dass wirklich mehr Flüssigkeit als Glitzer drauf ist. Aber bei dem fand ich das sehr schön. Gerade auf diesen lilanen, bärigen Tönen macht sich das sehr, sehr gut. Also sehr cooler Kauf. Haben beide so unter 2 Euro gekostet. Und dann habe ich hier noch zwei Essie-Nagellacke. Einmal den Blanc. Das ist einfach ein Schneeweißer, weil mein alter Essence Ahoy 50s Girls Reloaded oder so. Irgend so eine LE war, das ist jetzt wirklich alle. Und deswegen, das ist ein neuer, den habe ich nicht gekauft, den hat meine Schwester mir geschenkt, weil ich gesagt habe, den möchte ich gerne mir als nächstes mal kaufen. Dann hat sie mir den gekauft, fand ich sehr, sehr lieb. Und ja, das ist einfach ein Weiß. Was soll man großartig dazu sagen? Ich habe viele Reviews nämlich hier auf YouTube gesehen. Und deswegen habe ich gedacht, den muss ich mir auf jeden Fall mal dann kaufen. Und den habe ich mir wieder selber gekauft. Und zwar von Essie, der Bahama Mama. Und das ist auch der, den ich heute drauf habe. Und das ist auch so eine Farbe, in die habe ich mich so doll verliebt. Den habe ich mir jetzt zweimal hintereinander schon aufgetragen. Und bei mir, wenn ich Lacke zweimal hintereinander auftrage, dann finde ich die Farbe wirklich super, super schön. Und ich finde... Ich kann schon gar nicht mehr reden und da kommt noch eine ganze Menge, was da liegt. Auf jeden Fall, ich finde einfach, es ist eine absolute Herbstfarbe mal wieder. Und ich habe erst gedacht, nein, du hast jetzt den von Kiko, aber sie ähneln sich nicht so stark, weil der ist wirklich sehr bärig. Der von Kiko ist noch ein Ticken dunkler und kommt wieder mehr dem vom Essie Wicked entgegen. Aber wie auch immer, eine super Farbe kann ich nur empfehlen. Und die Essie-Lacke kosten ja meistens so um die 7,95 Euro, glaube ich. Und dann, Premiere, habe ich mir meinen allerersten Shiner Glaze Nagellack bestellt. Und zwar bei Cosmetic for Less. Link packe ich euch unten in die Infobox, da bestelle ich sehr gerne. Und das ist die Farbe, wo sieht man das hier? Hang Tang Tooth heißt der, glaube ich, wenn das richtig ist. Ich kenne mich damit nicht so ganz aus, aber das müsste das sein. Jo, 1084 steht da noch. Auf jeden Fall ist das ein mega krasses Pink. Das ist auch ein Neon-Pink. Und der hat gekostet 6,90 Euro, glaube ich, oder 6,50 Euro, so irgendwie um den Dreh. Hatte ich auch drauf und das ist wie diese Neon-Stripes, die ich euch gezeigt habe in meinem einen Haul. Diese Neon-Orangefarbenen. Und das ist eine richtig, richtig coole Farbe. Und ich freue mich jetzt umso mehr, dass schon wieder der nächste Sommer ansteht. Und ja, ganz, ganz coole Geschichte. Oh mein Gott, dieses Video wird, glaube ich, mega, mega lange. Egal, ich muss jetzt richtig Gas geben, weil meine Akkulampe, die blinkt aber aus vollen Tüten. Ich habe mir bei Cosmetic for Less nämlich noch was bestellt. Ist ja ein guter Übergang. Und zwar eine Sleek-Palette, die Showstoppers. Das ist eine Limited Edition. Und zwar die 848. Und da ich ja zurzeit sehr gerne auch matte Töne trage, was ich heute natürlich nicht drauf habe, fand ich die sehr cool. Und sehr hübsch vor allem. Das ist halt so eine Folie, da stehen die Farben drauf. Ich habe sie noch nicht benutzt, das lag alles noch hauptsächlich im Körbchen. Warte, ich nehme mal hier, dann könnt ihr es besser sehen. Also sehr, sehr schöne Töne. Die hat mich total angesprochen. Die hat gekostet, was kosten diese Sleek-Paletten? Ich weiß es gerade nicht, irgendwie sowas um die 8 Euro oder so. Irgendwo liegt da jetzt auf jeden Fall der Beleg noch, aber ich bin jetzt zu faul, ich muss mir nämlich jetzt beeilen. Und ja, hat mir sehr, sehr gut gefallen. Ich kann allen, die so denken, okay, kaufe ich mir Sleek oder nicht, ich kann es definitiv empfehlen. Ich habe selber schon 3 oder 4 Paletten davon und bin super und mehr als begeistert. Der einzige kleine Nachteil, die sind sehr stark pigmentiert und die krümeln. Also die krümeln wirklich. Da würde ich manchmal, wenn ihr starkes Augen-Make-up schminkt, eher, bevor ihr die Foundation auftragt und Concealer und so, das als erstes machen. Und mein absolutes Highlight, was ich bei Cosmetic for Less bestellt habe,
habe. Und zwar habe ich mir gekauft von The Balm den Mary Luminizer. Und der wurde natürlich auch hier bei YouTube so unglaublich viel gezeigt von den Mädels. Und da habe ich schon immer gedacht, wenn die den drauf hatten, das ist ein Glow. Der sieht so unfassbar wirklich toll aus. Das glitzert und schimmert und oh mein Gott. Ich habe gedacht, ich muss den irgendwann haben und habe es dann getan, als er wieder verfügbar war. Und zwar ist das so ein richtig schönes, im Gegensatz zu meinem Girler, der ist ja so rosa und der ist halt Gold. Und das finde ich als Abwechslung toll. Der ist ganz fein, ganz pudrig. Und der sitzt den ganzen Tag und manchmal muss ich, wenn ich dann an so einem Spiegel vorbeigegangen bin oder im Auto im Rückspiegel und die Sonne so schien, habe ich immer mich selber angeguckt, weil das so schön geschimmert hat. Und deswegen ist es ein absolutes, tolles Schmuckstück, was ich mir gekauft habe. Und bin sehr froh, kann ich absolut empfehlen. Hat gekostet 16,90 Euro. Jetzt ist es raus. Dann habe ich einfach nur mir noch einen Pinsel gekauft bei Essence. Das ist dieser ganz normale Lidschattenpinsel. Braucht man nicht mehr zu sagen. Ich finde die toll für den Preis. Und dann habe ich mir bei DM noch ein Ebeline-Ei gekauft, weil ich liebe dieses Teil. Und es ist immer so doof, das andere abwaschen zu müssen. Und ich weiß nicht, warum ich für diese 2 Euro oder 2,29, was das kostet, nie schon mal einen zweiten geholt habe, dass ich die halt immer wechseln kann. Und jetzt fange ich richtig an, schnell zu reden, weil jetzt geht langsam los, dass der Balken immer weniger beim Akku wird. Und zwar habe ich mir einen Bronzer gekauft, die 01 Sahara Sun von Reval de Loup. Unglaublich schön. Gefällt mir super, super gut. An alle da draußen, der kostet, glaube ich, 2 Euro. Gleich fliegt mir das ganze Ding hier wieder raus. 2,39 Euro oder sogar nur 2 Euro. Ich weiß es gerade nicht. Können auch 3 sein. Aber das ist wirklich ein ganz tolles Teil. Ich benutze den weniger als Bronzer, sondern mehr so als Blush-Ersatz. Und macht dann leicht noch was drüber. Habt ihr ja auch in meinem Look gesehen, den ich zu meinem Alles-Alle-Alle-Video gedreht habe. Verlinke ich euch auch unten in der Infobox. Auf jeden Fall, ich finde, der macht einen ganz, ganz tollen Effekt. Und ich liebe den und finde den super. Den Highlighter konnte ich nicht gebrauchen, obwohl ich mir denken kann, dass der sehr gut wäre. Aber so einen rosastichigen habe ich eben schon. Und da man die halt nie aufbrauchen wird, habe ich mir nur den hier geholt und bin sehr glücklich damit. Dann habe ich mir, womit mache ich weiter? Ich bin jetzt unter Druck. Ach so, ich habe mir bei Douglas noch was gekauft. Und zwar meine ersten beiden MAC-Produkte. Und zwar einmal den Pinsel von MAC, den 217. Das ist auch ein Pinsel, von dem redet eigentlich die ganze YouTube-Welt, also die Frauen auf jeden Fall. Und ich musste ihn irgendwann halt auch mal haben und bin so stolz und froh, dass ich ihn habe. Und es hört sich bescheuert an, aber er ist wirklich ein Goldstück. Also das, was alle gesagt haben, es ist wirklich so. Und ich liebe, 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 liebe den. Und der hat gekostet, ich glaube, 25 Euro oder so oder 28. Kann auch 28, irgendwie so im 25er Bereich. Und ja, finde ich ganz, ganz toll, das ist dieser besagte Blendepinsel. Ja, und ich als Augenringbesitzerin, wenn man das so positiv sagen kann, habe mir dann auch noch einen Concealer dort gekauft von MAC. Und zwar ist es dieser hier, das ist die Farbe NW25, glaube ich. Das ist ein Mineralize Concealer, ja, NW25. Und ich glaube, man kann es erkennen, ich weiß es nicht genau. Aber ich benutze ihn seitdem wirklich täglich und der hat, glaube ich, auch 23 Euro oder so gekostet. Also hat seinen stolzen Preis, die Marke. Aber auf der anderen Seite muss ich wirklich zugeben, egal wie teuer das ist echt ein Unterschied. Also nur an den beiden Produkten schon zu dem, was ich bis jetzt hier so von Drogerie bis sonst wo habe. Also es ist ein ganz, ganz tolles Produkt. So, dann habe ich mir noch eine Mascara gekauft bei Kiko. Weil viele von euch haben ja so oder so schon öfters mal in den Kommentaren geschrieben, ich soll mir mal die Kiko-Mascaras angucken, die sollen wohl gut sein. Und die war nämlich gerade im Angebot, das ist nämlich diese goldene hier. Vom Design her finde ich die wirklich hübsch. Ich finde, die sieht sehr edel und hochwertig aus. Ich mag gerne dieses Gold mit den Mascaras. Und das ist die Luxurious Lashes Maxi Brush Mascara. Sehr langer Name. Und die war nämlich reduziert von, ich glaube, so knapp 6, 7, 8 Euro auf 2,90 Euro oder so. Und deswegen habe ich gedacht, jetzt nehme ich sie mal mit. Bin ja nicht so oft da. Und die hat ein relativ großes oder sehr großes Bürstchen. Erinnert mich sogar ein bisschen an das von Astor, das Bürstchen. Oder I Love Extreme und die Crazy Volume Mascara. Das Ergebnis von der finde ich super. Also ich finde, die sieht auf den Wimpern sehr toll aus. Die macht auf jeden Fall große Wimpern und verdichtet das auch sehr gut.
Mein Problem bei der Mascara ist leider, dass sie mir nicht zu schnell trocknet. Also ich habe relativ lange Wimpern und wenn ich nicht drauf achte oder es mal wirklich schnell gehen muss, ich habe wirklich richtig die Kleckerflecken immer oben oder halt auch unten. Wobei ich finde, dass unten geht es gerade noch so, weil ich es dann halt immer mit der Spitze mache. Und das Produkt geht halt nicht so gut ab, wenn man es abkratzt. Man da soll ja eigentlich auch nicht so viel pumpen, aber ich kratze das trotzdem immer ab. Wohin sonst? Oder in ein Tuch. Und ja, das ist der einzige Haken. Ansonsten vom Ergebnis wirklich, finde ich die wirklich in Ordnung. Und für den Preis kann man wirklich nicht meckern. Aber jetzt, haltet euch fest. Ja, Jule hat einen kleinen Knall. Und diesmal meine ich das aber sowas von ernst. Ihr wisst ja, die Chanel-Mascara, diese Pröbchen, die es da gab. Ich habe immer gesagt, ich werde mir auf jeden Fall, wenn ich wirklich keine andere mal finde, werde ich mir dieses teure Miststück kaufen. Und jetzt hatte ich noch eine Mascara ausprobiert und dann habe ich gesagt, scheiß drauf, ich werde definitiv mir jetzt diese blöde Chanel-Mascara kaufen. Weil das, was ich an Test-Mascaras ausgebe, da wäre schon eine drin gewesen. Und die letzte Mascara, die ich mir gekauft habe und von diesem Tag an so lieben gelernt habe, ist die Volume Million Lashes Excess Mascara von L'Oreal. Wer hätte das gedacht? Ich finde die Mascara sowas von Bombe, Mädels, ohne Witz. Die hat 10,95 € gekostet. Darauf bin ich eigentlich nur aufmerksam geworden durch die Werbung. Eigentlich kaufe ich nie aufgrund von Werbung im Fernsehen, komischerweise. Die hat eine Gummibürste und auch die erinnert mich relativ gut an die von Chanel. Obwohl die sehr schmal ist. Erst habe ich gedacht, die ist sehr schmal, sonst hatte ich meistens ja immer so dickborstige Mascaras. Die ist so toll. Ich kriege damit so wunderschöne Wimpern hin und benutze sie jetzt bestimmt auch schon 2 Wochen, jeden Tag. Also wirklich vom ersten Auftragen ist das eine Mascara, die ich toll finde. Da ist das sogar bei der Chanel-Mascara so, bei der neuen, weil meine Mutter hat sich eine gekauft, die hatte ich dann genommen. Das Ergebnis ist natürlich phänomenal. Aber das Auftragen, die ist so extrem viel Produkt auch dran. Und hier ist es einfach genau richtig. Also perfekt für meine Wimpern jetzt auf jeden Fall. Die trocknet schnell, man kann eine zweite Schicht drüber machen. Da bröselt nichts. Ich kriege die super gut mit meinem Augen-Make-up-Entferner weg. Und die verdichtet gut die Wimpern, die Länge stimmt. Also ich finde, das ist eine ganz, ganz tolle Mascara. Und ich war so happy. Das könnt ihr euch gar nicht vorstellen. Also total glücklich macht mich dieses Ding hier. Und ja, finde ich mega, mega, mega. Kann ich nur empfehlen. Ganz tolles Produkt. Und das letzte von Kiko, was ich mir gekauft habe, ist ein Lippenstift. Und zwar ist es die Nummer 818. Hatte ich euch im Alles, Alle, Alle-Video schon erzählt. Ich weiß gar nicht, ich glaube, der war nicht im Angebot. 6,90 €, glaube ich, kosten die. Und das ist dieser durchsichtige, der jetzt halt, wie gesagt, alle geworden ist. Der sieht sehr rosastichig aus, aber auf den Lippen, ich kann euch das mal zeigen, ich habe heute nur den drauf. Den kann man auch einfach so raufschmieren. Der macht einfach durch diese ganz kleinen, ja, so Schimmerpartikel, sage ich mal, wenn das Licht so reflektiert, auch gerade in der Sonne, sieht er unglaublich schön aus. Und das ist, wie gesagt, der erste Lippenstift, der bei mir wirklich komplett alle gegangen ist in kurzer Zeit. Ich meine, ich habe schon bestimmt einige aufgebraucht, aber in so kurzer Zeit, den habe ich so viel benutzt und habe ihn mir auch sofort ohne zu zögern wieder nachgekauft. Und ja, absolut große Liebe, finde ich ganz, ganz toll. Und wenn wir schon bei den Lippen sind, ich hatte mir auch an der Kasse bei Douglas noch was gekauft. Und zwar von Adeko ein Kollagen-Lip-Booster. Das ist ein total nude-farbener, ohne Glitzer, ohne Schimmer, da ist gar nichts drin. Und das ist die Nummer 29P, glaube ich. Ja, das müsste 29P sein oder 0595. Ich weiß nicht, wie das da mit den Farben ist. Ich glaube aber 29P. Ganz schlicht, ganz nude und der wächst so schön. Also es gibt Lipglosse, da mag ich das überhaupt nicht, wenn das so wächst, weil das dann so ein ekliger Wachs ist und das riecht dann auch noch eklig. Und der, finde ich, hat so einen ganz dezenten Touch, so karamellig. Und der hatte nämlich nur 4,50 € oder so gekostet. Jetzt habe ich den Kassenbon schon weggeschmissen. Aber ich glaube, so um und bei 5 € hat er gekostet. Und deswegen hatte ich den mitgenommen und bin eigentlich ganz zufrieden. Hatte ihn auch nur einmal kurz nach dem Einkaufen drauf. Und ja, finde ich ganz cool. Dann noch ein Lippenstift. Und zwar hatte ich euch in meinem letzten Drogerie-Haul gesagt, ich hatte mir ja einen fliederfarbenen von Essence gekauft. Die aus dem neuen Sortiment jetzt an Lippenstiften, also diese schwarze Verpackung, Weird Berries oder so heißt der, glaube ich. Und da hatte ich ja gesagt, ich hatte noch einen anderen gesehen, habe ihn aber dann nicht mitgenommen, weil ich halt erstmal gucken wollte, wie die Quali ist. Und da ich sehr zufrieden bin, habe ich mir natürlich doch noch diese Farbe geholt, die ich so toll fand. Und zwar ist das die 08 Color Crush.
Und das ist ein richtig krasses Pink. Habe ich jetzt auch schon mehrmals getragen. Ich kann das hier auch mal euch einmal swatchen. Und die sind so schön cremig. Also ganz, ganz toll. Gefällt mir sehr gut. Und für 1,50 Euro oder was die kosten, ich weiß es gerade nicht, oder 1,65 Euro, finde ich die wirklich sehr, sehr toll. Hier habe ich nochmal diesen Wear Berries, habe ich sogar mit reingepackt. Den habe ich euch aber, glaube ich, schon gezeigt. Das ist dann halt dieser, ja, so ein richtig dunkles lila Pflaume. Und ich finde die wirklich sehr toll. Der ist auch schon ein bisschen abgenudelt, weil den habe ich auch ganz viel getragen. Mochte ich sehr, sehr gerne. Also man erkennt schon die Unterschiede, denke ich mal. Und die gefallen mir sehr gut. Also ich bin super zufrieden, was Essence da rausgebracht hat. Oh, ich habe noch was von Art Deco, wollte ich schon sagen. Jetzt habe ich schon verraten. Aber noch was von Douglas. Und zwar ein Soft Eyeliner Waterproof 98 ist die Farbnummer von Art Deco. Und das ist so ein weißer, habe ich jetzt auch sehr viel genommen. Den habe ich aber schon ein bisschen länger, habe ich halt nur vergessen, immer euch zu zeigen. Den hatte ich mir schon so in den sehr heißen Umzugstagen sozusagen gekauft. Weil irgendwie ging, weiß ich auch nicht, alles ging immer von der Wasserlinie ab und der hält sowas von bombastisch. Und ich kann den nur empfehlen, wirklich. Also der sitzt und hält und bleibt, wo man ihn hinmalt. Ein ganz, ganz tolles Produkt. Und der hat gekostet, oh, das weiß ich nicht mehr, um die 6, 7, 8 Euro. Ich weiß es nicht. Müsst ihr auf jeden Fall mal schauen, falls ihr Interesse habt. Also das ist kein Schneeweiß. Obwohl es ist schneeweiß, obwohl es ein bisschen so ein Beige-Ton noch ist. Also es ist nicht wirklich so wie die NYX-Stifte zum Beispiel, dieser Milk. Also ganz, ganz tolles Produkt, bin ich sehr, sehr, sehr zufrieden damit. Und ein Lippenstift, den ich mir noch geholt habe, ich habe es irgendwie total mit meinen bärigen Tönen. Und zwar von Astor, das ist glaube ich mein erster Astor-Lippenstift. Und da ist noch das Emblem so von Heidi, so wie eine Art Unterschrift mit Herzchen. Die Verpackung finde ich total süß. Und das ist die Farbe Spicy, die 008. Und den fand ich auch richtig hübsch. Also das ist ein Dupe, wollte ich sagen. Ich kann nicht mehr reden. Ich denke, ihr seid auch schon fix und fertig, aber ihr habt es gleich geschafft. Das ist so ein, was wollte ich denn jetzt sagen? Zu dem Nagellack der 243 von Kiko. So kommt das hin, wie der aus den Nägeln aussieht, wie er jetzt in der Verpackung aussieht. Den habe ich noch nicht einmal benutzt, weil ich den ins Körbchen gelegt habe. Um es euch zu zeigen, ist der nicht toll. Also ich finde ihn super. Der hat gekostet, glaube ich, 4,95 Euro. Gefällt mir außerordentlich gut und freue mich schon riesig, den zu tragen. Also ganz, ganz toll. Gerade diese Herbstzeit, dieses Regenwetter, dieses Windige, wenn die Blätter fallen. Diese Farben finde ich toll. So, und dann habe ich mir bei DM noch was gekauft. Und zwar ein Augenbrauengel 02 Braun. Alverde Naturkosmetik formt und fixiert sanft. Also da habt ihr hier oben dieses grüne Bürstchen, habt ihr mit Sicherheit auch schon sehr oft hier auf YouTube gesehen. Und das ist halt die Farbe Braun. Ich bin noch nicht so recht damit klargekommen. Also ich finde, weiß ich auch noch nicht. Entweder gibt es gar keine Farbe ab, wenn man zu weit vorne mit dem Bürstchen ist und hinten sitzt dann ganz viel, dass man dann gleich dunkelbraune hat. Ich habe es erst zweimal verwendet und dann habe ich immer gedacht, irgendwie kommst du damit nicht klar, weil ich finde das von Essence, dieses Blau, dieses Naturgel, was durchsichtig ist, eigentlich sehr, sehr gut, auch von der Bürste und allem. Dachte aber eigentlich, ich könnte es mal ausprobieren, bin mir aber noch nicht ganz sicher, kann noch nicht großartig sagen, ob ich es gut oder schlecht finde, wir werden sehen. Und dann habe ich mir gekauft, aufgrund der Funny Pilgrim, also der Mira, ein Maybelline Color Tattoo, 24 Stunden, das habe ich auch schon in Türkis und in Taupe. Und das ist jetzt der 35 On and On Bronze. Und den habe ich sehr viel getragen. Und so wie sie ihn geliebt und gehypt und über ihn gesprochen hat, so ist er auch. Also es ist eine ganz tolle, also wirklich eine sehr schöne Farbe. Und den verwende ich auch sehr, 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 sehr viel in letzter Zeit. Weil da solo auf dem Auge und dann einfach einen schwarzen Lidstrich oder einfach noch mit einer braunen, anderen, wärmeren Farbe noch mit drauf, das sieht gleich immer so, ja, so total schön aus. Man kann das gar nicht beschreiben. Und zu dem brauche ich, glaube ich, nicht mehr viel sagen. Also diese Color-Tattoos, die sitzen, also wirklich, da müsst ihr echt aufpassen, wirklich schnell immer einarbeiten auf dem Auge, weil sonst gibt es Probleme, die zu bearbeiten und weiter zu verblenden. Also gefällt mir sehr, sehr gut. Und das allerletzte, nee, das vorletzte Produkt, was ich für euch habe, und jetzt sind gerade mein Freund draußen, der guckt nämlich Fernsehen, das allerletzte Produkt, nee, vorletzte Produkt, so rum war das. Essence hat ja die Better Than Gel Nails, Better Than Gel Nails Top Sealer rausgenommen aus dem Sortiment, worauf ich immer noch nicht so recht klarkomme, denn ich verstehe nicht, wenn ein Produkt so viel gekauft wird und ich glaube eigentlich, dass fast
jede zweite diesen Top-Sealer hatte, warum die das rausnehmen. Also ich kann es mir noch nicht so ganz vorstellen, dass sie es wirklich komplett aus dem Sortiment ziehen. Ich könnte mir eher vorstellen, dass in 4, 5, 6 Wochen oder im Dezember oder wie auch immer das Produkt eigentlich nur ja, neue Verpackungen hat und wieder rauskommt. Ansonsten habe ich dafür kein Verständnis und musste jetzt auf eine Alternative umsteigen. Und ich habe jetzt diese Woche mir den von Catrice geholt, weil ich gerade bei Essence diesen Gel-Look halt toll fand. Und hier, der heißt auch Gel-Like Top Coat und ist 10 Milliliter sind drin und hat gekostet 2,49 Euro. Und alle anderen habe ich irgendwie nicht angesprochen. Ich habe den jetzt drauf. Das hatte ich euch bei Instagram ja auch gepostet, Facebook und Co. Beim Trocknen habe ich nicht so direkt drauf geachtet. Also die von Essence, die sind wirklich sehr schnell getrocknet. Die waren für mich perfekt, wirklich. Und hier war das so, da habe ich mir die lackiert und habe dann im Fernsehen geguckt und habe gar nicht mehr darauf geachtet, auf die Uhrzeit. Und dann eine Stunde später bin ich aufgestanden. Und ja, da waren sie natürlich schon trocken. Aber ja, Haltbarkeit weiß ich auch noch nicht so genau. Muss ich noch ein bisschen beobachten, es geht eigentlich. Ich habe den jetzt wie lange drauf? Das ist jetzt der dritte Tag. Und der ist nur an den Spitzen abgesplittert. Und was einige bei Instagram schon geschrieben hatten oder Facebook, dass der nicht so schön glänzt. Und ich finde wirklich, dass der sehr schön glänzt. Deswegen, also das mag ich von der Optik eigentlich so wie bei dem von Essence. Aber ist auch egal, den habe ich erstmal genommen. Dazu wird es bestimmt nochmal einen Kommi von mir geben. Und jetzt aber das allerletzte Produkt, das habe ich mir nicht selber gekauft. Einige werden das mit Sicherheit schon gesehen haben. Und zwar habe ich von meinem Freund etwas bekommen. Ganz unverhofft. Ich habe damit null gerechnet. Null, 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 null. Wirklich. Kommt da an, von der Frühschicht, drückt mir ein Geschenk in die Hand. Ich packe das aus. Ich war wirklich sprachlos. Genauso habe ich es, glaube ich, auch gepostet. Es war wirklich so. Und zwar habe ich das hier von ihm bekommen. Ja, die Urban Decay Naked Palette 1. Und ich habe mich so unglaublich doll gefreut. Ich glaube, es ist irgendwie auf jedem Wunschzettel von vielen Frauen drauf. Ich meine, so ein Hype über dieses Produkt. Ich habe immer schon gesagt, irgendwann werde ich sie mir mal holen. Und in letzter Zeit habe ich immer öfter gesagt, ich glaube, irgendwann schnappe ich zu. Und ja, er merkt sich viel solche Dinge, genauso wie ich immer drauf höre, was er gut findet oder wo er hin will oder was er noch machen will und so weiter. Und da, ja, ich war wirklich überwältigt, ich habe mich riesig gefreut. Also sehr, sehr schön. Das ist die Tablette, wollte ich schon sagen, die Palette. Ich denke mal, ihr werdet sie alle kennen, weil das hier auf YouTube ja sowas von rumging. Sehr, sehr schön. Eigentlich bin ich so ein Mensch, ich mag gar nicht so, wenn ich was neu habe, benutzen, weil das immer noch so schön aussieht. Aber, ja, ich habe gleich alle geswatcht. Ich weiß auch nicht warum. Und heute habe ich mich auch damit geschminkt. Ich konnte mich ja endlich wieder schminken. Und deswegen, ja, ich habe mich riesig gefreut. Ich besitze sie jetzt auch und werde damit bestimmt ganz viel schminken und ausprobieren und machen und tun. Und ich höre jetzt wirklich auf zu sappeln. Ich habe schon ganz trockenen Hals. Ich muss jetzt erstmal ein Käffchen trinken. Dann muss ich das natürlich alles hier auf den Computer bringen, damit ich es schnell möglichst für euch hochladen kann. Und ja, ich hoffe natürlich. Ich weiß, es ist mit Sicherheit ein sehr, 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 sehr langes Video. Und genau das will ich ja eigentlich immer total vermeiden. Hatte ich auch letztes Mal gesagt. Aber es ging zeitlich wirklich nicht anders. Sonst hätte ich das gemacht. Und ich habe ja auch Freude daran, das mit euch zu teilen und zu zeigen. Und hoffe natürlich auch an Inspiration von euch, wenn ihr mir in die Kommentare schreibt und sagt, guck dir das nochmal an oder geh da nochmal hin. Oder andere schreiben, hey, du hast mich total angefixt, ich habe es mir auch geholt und bin super zufrieden. Dafür ist das ja da, dass wir uns da so gegenseitig helfen. Und ich wollte wirklich eigentlich nicht so viel auf einmal euch zeigen, aber es ging nicht anders und hat sich so viel schon wieder angesammelt, das ist echt schlimm. Aber ich hoffe, ich nicht mehr reden können. Ich hoffe trotzdem, dass euch dieses Video gefallen hat. Ich würde mich über euer Feedback sehr, sehr freuen. Der Fashion Haul kommt auch, das ist nicht so viel. Also das war eigentlich noch mehr zwischen Sommer und Herbst, was ich gekauft habe. Jetzt habe ich mir schon wieder sehr viele Sachen ausgesucht, die demnächst mit Sicherheit gekauft werden. Aber der wird auf jeden Fall jetzt auch die Tage kommen. Und ja, in diesem Sinne, ich hoffe, ihr habt gut durchgehalten. Wünsche ich euch einen wunderschönen Tag und hoffe, dass ihr das nächste Mal wieder mit dabei seid. Und danke euch fürs jetzige Zuschauen. Bis dann!